Guten Tag, mein Name ist Rotomar und dies ist meine Geschichte. Ihr fragt euch sicherlich, wie ich in diesen Dschungel gekommen bin. Nun, ich habe keine Ahnung. So, da sind wir wieder. Wir sind mitten in der Hauptmission und haben in der letzten Folge unseren Spieltyp jetzt mal so angepasst. Du als Einziger so rumläufst. Eigentlich haben wir unsere Ausrüstung versteckt, weil es gibt hier die Option, dass man das Aussehen unabhängig von dem einstellen kann, was man eigentlich trägt. Das heißt, unsere Stats sind optimiert. Und ich möchte auch sagen, unser Aussehen ist optimiert. Hörst du mich noch, Mats? Ich höre dich noch, ja. Okay, gut. Ich hatte gerade so einen 5 Sekunden... Ich hatte gerade auch so einen 5 Sekunden Standbild. Ah, okay. Das kann sein, dass manchmal vielleicht meine Leitung, weil ich ja über WLAN leider immer noch drin bin, ja, dass da manchmal was ist. Es ist ja auch gerade mit dem Internet ein bisschen schwieriger. So. Ja, also vielleicht auch nochmal der Reminder. Wir sind connected. Wir sitzen nicht nebeneinander. Richtig. Ich sehe, wir benutzen ein Programm namens Parsec, was uns mal vorgeschlagen wurde aus der Community. Und mit dem sehe ich Mats Desktop und Mats hat über Capture Hard- und Software das Wii U-Bild am PC. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber es geht. Das ist das Schöne. Und ohne diese Technik wären wir gerade nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ja. Deswegen bin ich sehr zufrieden. So, wir sollen hier wieder irgendwas suchen. Ne? Das war doch der Trick. Ja. Oh, genau. Ich glaube, ich weiß auch, was wir suchen sollen. Ja, das finde ich gut cool. Aus. Also da sind scheinbar die Aliens schon jetzt wieder vor uns hier. Ja. Schön ist, ich war hier auch schon mal und hab das Ding gesehen, da hat's aber nicht gebrannt. Ja, vielleicht, weil die jetzt schon draufgeballert haben. Möglich. Wahrscheinlich. Oh Mann, Tom, was haben wir getan? Wo ist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten drin? Naja, eigentlich ja nur Daten. Ja, jetzt. Why? Do these monsters just destroy everything they see? Ja, dann geht doch mal dazwischen. No. This is organized. Calculated. Mit ihren Halo-Waffen. Ja. What was it? All Earth aliens must die, right? Earth aliens. We have to try and salvage what we can. Let's go. Ah, endlich mal wieder kämpfen. Jetzt gleich. Jetzt. So. Mach sie kaputt. Bin mal gespannt. Ich sollte mal die Waffe wechseln, aber diese Level 15, das sollte machbar sein. Du bist der bestgekleidetste Erdvertreter, den wir hier haben. Und trotzdem sind sie noch nicht bezirzt. Danke, Mr. Präsident. Diplomacy has failed. So, Challenge-Sturm. Oh, das ist gut. Es klatscht gleich, aber kein Beifall. Kniet der einfach? Nee, jetzt ist er weg. Der schwankt so lange und keiner haut ihn um. Ja, ich glaube, keiner hat jetzt so eine Aktion. Na, du bist ja auch auf deine 2 hier beschränkt. Bam. Ja, vielleicht sollte ich wirklich HP wieder dazu holen. Oh, das klappt doch. Ja, klar. Ich dachte jetzt nur gerade für... Wenn du HP holen wolltest, müsstest du halt dahin, wo er gerade ist, erstmal. Ach, so ist das. Ich dachte, ich kann ihn jederzeit dazu holen. Nee, du musst immer dahin, wo die Leute sind, um sie dazu zu holen, soweit ich weiß. Okay. Ergibt ja auch durchaus Sinn, nicht wahr? Es ist ja Quatsch, jemanden einfach so in seine Party zu holen, wenn der gar nicht da ist. Naja, es ist halt... Schon? Es funktioniert ja hier anders als im ersten Xenoblade. Wobei ich ja sehr mag, dass man im den anderen Xenoblade einfach den Charakter wechseln kann. Ja, das stimmt. Ist sehr angenehm. So, alle umgebracht. Alle 3. Nee, einer lebt noch. Mistress Goetia, these are Earth aliens. Goetia, okay. Oh. Oh Gott, I remember. Oh Gott, sie hat... Garantiert große Brüste. Kann das sein? Oh nein! Die Wii U kommt an ihre Grenze. Es ruckelt erstmal ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Jetzt kommt der Sephiroth-Moment hier. Eieieiei. Ist das nicht ein sexy Alien, Mats? Ja, endlich mal.
Wozu bin ich denn hier auf diesem Planeten, wenn es nicht sexy Aliens gibt? Oh, Dead Ass. Oh, boy. Dead Alien Ass. Ihr Gesicht Mann. Brauchen wir nicht zeigen. Wow. Wir hätten gern so ein bisschen tentaklich, aber nicht zu tentaklich. Muss immer noch richtig sexy sein. Tentakel, aber sexy war die Design-Devise, glaube ich. Why do you hate us? Hate. Human extinction is duty. Our duty is Ganglia. Also ich bin ja für sie. Wow. Das wäre schön, schöne kleine Textbox. Für sie oder gegen sie sein. Oh, das wäre so gut, wenn du jetzt die Seite wechseln könntest. Oh, ein schwelendes Krebsgeschwür, das den Kosmos besetzt. Noch nie wurde die Menschheit besser beschrieben. Die Menschheit kommt in Frieden. Missachtet die ganzen Leichen der hier wohnbaren Tiere. Irgendjemand hat eine kleine Höhle mit 5 kleinen Schweinchen ausgerottet. Ja, genau. Das ist jetzt der Punkt, wo sie sagen, nee, jetzt reicht's. Das war ein Test. Upsi. Wir kommen in Frieden, aber wir brennen ja alles nieder, wenn es sein muss. Wie stehen denn diese Alien-Soldaten? Das ist sehr breitbeinig. Okay. Bossfight. So, wenn die jetzt Level 40 ist, lache ich ein bisschen. Ach, Level 16. Ja, wäre mal ganz gut. So, und Angriff. Lin hat direkt ordentlich Schaden genommen und du auch. Ja, ich habe zu spät reagiert. Aber das können wir bestimmt irgendwie retten. Ja, die nehmen zumindest auch gut Damage. Also die Kleinen sollten schnell kaputt gehen. Oh, aber nicht so lange fackeln. Oha. Na komm, putschen sich gegenseitig auf. Nice. So, ja, vielleicht erstmal den anderen. Jetzt. Ja. Ah. Na. Also mit dem Ausweg komme ich noch nicht so richtig hin. Jetzt. Und ruf. Und andere fokussieren. Ja, das wird doch interessant. Doch. Ah. Jetzt gibt's Nahkampfboost. Versuch wieder von hinten anzugreifen mit dem Skill. Weil du hast ja dieses Talent. Ja! Nice. Ja. So, jetzt nur noch sie. Das sollte auch kein Problem sein. Ja, Problem würde ich nicht nennen. Aber ich war gerade ein bisschen überfordert, weil es gibt immer noch so Momente. Mein Tanktop und ich, wir kriegen das hin. Ach so, ich war gerade mein Tanktop und ich. Oh, knisternde. Okay, was immer das auch heißt. Jetzt ist sie immun oder was heißt das? Ja, vielleicht ist Elektrizität gar nicht so gut gegen sie. Nee, merke ich auch gerade. Oh Gott, alle im roten Bereich. Nee, Elmar nicht. Elmar macht das. Ja. Ja, das wird spannend. Aber guck mal. Lau ist halt gleich tot, aber who cares? Ach, Lau, wer interessiert sich für Lau? Aber das ist mal ein Kampf. Die Musik, ich glaube, durch die Klassenwahl auch nochmal extra. Oh ja, Lau ist hin. Ja. Oh, fuck. Oh. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Hat sie sich gerade geheilt? Nee. Nee. Glaub nicht. Shit. Ja, das könnte eng werden. Ja, ich glaube tatsächlich, du machst ja so Elektroschaden mit deinem Dings, das bringt bei ihr noch nicht so viel. Ja. Ja, sie ist immun. Sie ist tatsächlich immun dagegen.
Ja, es macht halt einfach Elektroschaden und der bringt nichts gegen sie. Oh, sie ist auch tot. Oh, das wird wirklich eine knappe Sache. Das wird eine sehr knappe Sache, wenn Elmar das jetzt nicht reißt. Knappe Geschichtchen hier. Kannst du Retzen schon? Nee, ne, oder? Ich wenn kann du an nix, die rangehst. Nee. Shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wenn du an die Leichen rangehst, hast du noch keine Interaktionsmöglichkeit? Nee, ich hab da, es ist storytechnisch. Okay. Doch, hier aufhelfen. Aber warum wird mir das denn nicht gesagt vom Spiel? Ja, wow. das fragst du noch. Wow, gut, es war nicht nötig. Also ich hatte noch 104 Leben. Das war alles gut. Aber das hat mir das Spiel wirklich nicht und gesagt. Und Laro liegt noch kaputt im Dreck. Hilfe. Das kann ich noch nicht. Primates, you don't know when to quit, do you? This isn't over. You cannot escape us on this planet or any other. Sooner or later, your kind will be cleansed. Kauf dir erstmal eine Hose. Ich muss aber sagen, das war bei mir so der Punkt, wo ich dann dachte, ach, das finde ich irgendwie unterhaltsam, die Geschichte. Wenn das so inszeniert wird, so ein bisschen und so einen schönen, dummen Bösewicht hat und da vielleicht dann noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Weil dieses per se ist es ja ganz lustig, dass du so als Alien Scum bezeichnet wirst. Das passiert ja nicht so oft. Von mir persönlich schon. Ja, gut. Ah. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht gestorben bin, weil ich nicht wusste, dass man hätte aufhelfen können. Sondern ich habe es ja auch so geschafft. Und das Charakterdesign ist halt on point. Also, wenn etwas stimmt, dann dieses Charakterdesign. Einmal von uns gerade und auch von der Bösewichtin. Alien Scum, meinst du? Ja, ja. Hui, da war ich gerade ein bisschen... Ja, das war gut, Manns, das war gut. Gefordert. Es war halt nicht so schlau, die Klasse komplett zu wechseln und dann direkt so eine Hauptmission zu nehmen. Ja, irgendwann muss man ja aber, also... Ja, das stimmt. Mir fehlt halt so ein bisschen dieses Mysterium gerade noch. Also, das aber das Mysterium ist ja eigentlich, okay, was sind diese Aliens? Warum haben die schon eine scheinbar Fehde mit uns? Das können wir uns auch gerade nicht so richtig erklären. Ja, dann formuliere ich es anders. Ein spannendes Mysterium. Aber das liegt auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen mit diesem... Also, weil mich persönlich als Charakter interessiert das ja alles hier gar nicht. Ich bin halt irgendwie dabei. Ja, ja. Und nicht Zentrum irgendwie. Und das ist so ein bisschen... Ich meine, sowas kann auch interessant sein, dass man mal nicht Zentrum der Geschichte ist. Ja, klar. Aber du bist ja nichts. Ich habe ein Tanktop. Und Motion Blur. Aber alle. Wie viel Motion Blur wollen wir? Ja. Ja. Das kommt bestimmt sieht doch lustig. Vertrauenserweckend aus. Man kann nie wissen. Ach komm, wenn der uns betrügt. Ja, wir sind nicht wie die Gangler. Nee, sind wir nämlich nicht, so. Except the little piggies. Then it's settled. Excellent. Let's be off. The early worm is for the birds. Right. The early worm is for the birds. Und auf Deutsch haben sie gemacht. Ah ja. Wollen wir mal nicht so sein jetzt. Ich finde die Übersetzung eigentlich ja ganz niedlich, also dass sie wirklich versuchen, dem so ein bisschen Flavor zu geben, statt einfach alles stur direkt zu übersetzen. Ja, ja, an sich ist es eine... Menüs stehen derzeit nicht zur Verfügung. Okay. Jetzt geht's wieder, okay. Also, merkwürdig. So, hier war mal und jetzt alles kaputt. Das finde ich ganz witzig. Ja, jetzt musst du nach NRL zurück. Ja, aber ich sehe hier gerade, dahinter ist noch was. Oh Gott, oh, hallo, Entschuldigung. Smooth. Ach, er hat dich trotzdem noch gesehen, er hat sich umgedreht. Ja, komm, den machen wir noch. Muss er jetzt halt sterben. Der ist ja nur nicht meine Schuld. Wir sind eine friedliebende Rasse, aber wenn uns einer blöd kommt... Das ist stimmt. Gerade auch so in der Cutscene. Wir wollen Harmonie, 5 Minuten später. Aber nicht mit jedem. Oh. Lass uns Genozid betreiben. Naja, der... Oh. Ja. Interessant. Oh. Unangenehm. Okay. Das war ein guter Kampf, das haben wir souverän gemeistert. So, eigentlich wollte ich nämlich da oben, ist doch noch mit der Kamera ein bisschen raus. Ist hier nicht irgendwo noch was? Hier rechts hoch? Sollte, da um die Ecke sollte so ein Engineer- oder Bio-Ding sein.
So, hier, der wird jetzt astrein, wird er weggeballert. Crit. Das soll doch so eine Klinge sein an deren Schwanz, oder? Ich glaube, ja. Ja, könnte aber auch so ein Fake-Ding sein. So wie Tiere das auch gerne mal machen. Sieht aus wie eine Klinge, ist aber eigentlich eine Feder oder so. Wird generell viel gefaked im Tierreich, habe ich das Gefühl. Ja, da sind viele Darüber Poser. Wird nicht so viel berichtet. Nö, weil sind ja nette kleine Tiere. Ach, komm schon. Der hat drei Statusdinger auf einmal bekommen, Mann. Tut mir ein bisschen leid. Naja, er fängt ja an. Also ja, aber du kommst ja hierher, in sein Revier. Ja, und? Ich würde jemanden mit einem Militär-Tanktop und orangener Hose und schwarzem Gemahle auch als Gefahr wahrnehmen. Für die Gesellschaft vielleicht, ja. Na? Ja, für den gesamten Planeten. Für die Kultur. Sein Feind der Kultur. So, aber sehr gut gesehen, Mats. Hier war tatsächlich noch was. Mach der Tanktop weg. So, jetzt ich wieder auf meine Karte. Mhm. Und karte hier mich in den Verwaltungsbezirk. Und wir wollen da. Nicht erschrecken. Ladebildschirm. So. Ab geht's. Die Musik geht auch gerade. Da habe ich echt ein paar Tage im fiesen Ohrwurm gehabt. Echt? Ja. Also, weil ich mag. Also, ehrlich gesagt, mag ich bisher fast alle Tracks irgendwie. Mhm. Auch diesen Rap, diesen Nachtrap. Irgendwie. Ja. Irgendwie ist er ins Ohr gegangen. Ja, bei mir ist das, glaube ich, so ein bisschen Stockholm-Syndrom mit dem Spiel. Du hörst manche Tracks halt so mega oft, irgendwann, ja, mag ich es jetzt halt. Na gut, dann mag ich es jetzt halt. Aber eigentlich ist es bei mir sehr Hit or Miss mit dem Soundtrack. Aber später zum Beispiel gibt es noch so ein Theme, wenn du im Scale bist. Das finde ich großartig, obwohl das auch eigentlich nochmal ein anderes Genre ist. Aber manchmal funktioniert's. Aber das wäre so gut. Die Sprünge funktionieren so mit dem Big Outfit Band. Noch ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Ich finde, du siehst fitter aus in diesem Outfit. Ich trage dieses Outfit, um fitter zu wirken. So. Aus Roleplay-Gründen. Ja. Sollst du hier rein? Ja. Okay. Ich dachte, wir müssen zum Blade. Nee. Wir müssen jetzt dem Chef Bescheid sagen. Ach so, okay. Oh Gott. Jetzt alle Leute so, Jesus, was habt ihr denn da angestellt? Aber sie meinen gar nicht ihn, sondern mich. We met in Noctilan. We are El Siriph, if it please you. This planet has been our home since days of yore. Der ist doch so ein bisschen die Figur Dings hier. Wie hieß er denn? Aus Chronicles. Der dritte Disciple. Dritte Disciple. What? Der auch die ganze Zeit so halb irgendwie auf unserer Seite und dann doch nicht und dann am Ende der, doch. Der auch in deinen Visionen auftaucht. Ja. Wie hieß er denn? Jetzt kriege ich hier die Story nicht mehr, Entschuldigung. Achso, es ist auch noch nichts passiert. Wie hieß er denn? Kannst du das mal eben nachgucken? Wie hieß er denn? John? John, Kevin? Ja, John ist richtig. Ich glaube auch. So be it. Many thanks, good sirs. Truly, we are Oder... on the ninth cloud of seventh heaven. Please call us L. The rest is far too warm. Ich komm nicht drauf. And honestly, we prefer L anyway. Aber das Schöne ist, man kann hier auch mal 2-3 Sekunden abschweifen gedanklich. Man vermisst nichts. What happened with the life hold unit? Verpasst nichts, würde ich sagen. Wissen wir doch, Mats, wissen wir doch. Ah, ja. So it wasn't the core after all. Du kriegst ja eine Zusammenfassung im Quest-Dings. Richtig. Unit number 07. Elvis meinst du? Oder Elvis meine ich. Ja, Elvis, genau. One of three, but yes. The entirety of the Library of Congress Archives. Aber der hier ist ja sehr albern, der Charakter. Naja. The data was stored on units 07 through 09. Nicht so mystisch. Das ist wie Elvis, der albern sein möchte. Well, thank God it wasn't the core.
This situation could have been a lot worse. I wonder. Hmm? The LC archives contained nearly every published work in mankind's history. It's not like it's just a bunch of random books and manuscripts, you know. It's a history of human thought, a record of opinions and emotions. Wow. I mean, yeah, sure, but... So if you stop and consider what it means to lose even a third of that data, it's a cultural and historical loss of catastrophic proportions. So nämlich. Hättet ihr mal ein Backup gemacht. We do have parity data for the archives here. Aha. We know which unit was lost, so hopefully we can find some way to restore it. Let's hope so. Moving on. These ganglion, you're certain they were involved in the destruction of Earth? Here, see for yourself. The left shot is from a battle over Beijing. The right, from our encounter. Son of a... Is it possible this is their native planet? Tatsu told us they aren't from here, and El confirmed it. They're recent arrivals. Very recent. So, either it's one hell of a coincidence, or they followed us. Also, die so ein bisschen meckern, ne? Also, nur so ein ganz bisschen, aber, also... Ja, vor allem einfach mich. Ja. Could they possibly know the purpose of the life hold? Maybe the whole reason we haven't found the core yet is because those scumbags already trashed it. So, none of us would be here talking in the first place, would we? You got a point there. Die bewegen sich auch alle sehr behäbig. But we've had several recent Pathfinder reports of Xeno sightings and contact. They may or may not be ganglion. But regardless, I propose we double down on our defenses going forward. That'll be all, Elma. Please continue hunting for any signs of the life. Yes, sir. Die Zeit läuft gegen uns, ja. Mhm. Also macht mal schneller. Und warum trägt dieser Mann ein Tanktop? Ich finde, wir fallen gar nicht so auf. Nö. Also gerade neben dem einen Commander da, dem Venhan. So, 25.000 Coins. Das Signal stammte nicht vom Lebensspeicher selbst, sondern von einem dazugehörigen Archiv. Ihr seid feindlichen Xenos begegnet, den Ganglion. Nice. Guck mal, das haben wir alles gemacht. Toll. Ja, guck mal, aber jetzt hast du tatsächlich schon, also die Story-Mission hat wirklich so ein bisschen mehr den Hauptkonflikt ins ja. Zentrum gerückt. Okay, hier wird die Kollektion jetzt das erste Mal eingeführt. Schön nach 15 Stunden. Klatsch und Tratsch. Voll witzig, was man so für Gerüchte oder Neuigkeiten aufschnappt, wenn man einfach mal durch die Straßen spaziert. Schön die Lauscherchen spitzen, na gut. Tipp von Elmar. Na, entdeckst du vielleicht... Hier sieht man mal richtig, wie die aussieht, die Map. Das ist das, was Matt sieht. Plus noch ein kleines bisschen mehr, aber genau, ja. So, Gerüchten nachgehst oder Missionen, Segmenten, Campark, also es ist viel Krempel. Und hier ist das, was wir ja auch schon erzählt hatten. Okay, eine neue Rüstungsfirma. Ah, eine neue Rüstungsfirma hat sich in LLA niedergelassen. Bei Meredith & Co. implementieren sie anscheinend neue Technologie, die auf Daten aus Kampfbegegnungen mit Xenos basiert. Spannend! Du kannst dir ja mal Rüstungspunkte anschauen. Das machen wir nochmal. Oh! Oh, jetzt ist er tatsächlich ein Protector Plus. Protector Plus. Dieser neugierige Xenoforme hat sich die Sprache der Menschen mithilfe eines Archivdatenträgers des Lebensspeichers angeeignet, was man seinen Formulierungen mitunter anmerkt. Aha. Er hat sich das Vertrauen von Nagi und Achvendem erarbeitet. Das ist doch aber cool. Ich finde ihn cooler als Lao. Jeder ist cooler als Lao. El konzentriert sich im Kampf darauf, seine Gefährten den Rücken zu stärken. Ist quasi ein Healer, ja? Der Protector klingt ja sehr nach sowas in die Richtung. Das finde ich sehr gut. Ich speichere auch mal. Das ist auch nicht verkehrt. Ich habe nämlich irgendwann, glaube ich, mal vergessen zu speichern. Das war aber nicht so wild. Mir ist es nur danach aufgefallen, dass ich die Video einfach ausgemacht habe. Kann ich jetzt denn eigentlich
Direkt, wo ist er? Ne, wahrscheinlich ist er ja im Dings, ne? Ja, ja, okay. Weil dann will ich mal Lau direkt los. Dann teleportiere ich mich mal, obwohl wir sind eigentlich direkt daneben, in die Blade-Zentrale. Ein Segment wurde aktualisiert, okay. Ja, hier passiert die ganze Zeit immer irgendwas. Ist auch noch eine Mission. Also diesen Track gerade zum Beispiel finde ich nicht gut. Ja, der nervt ein bisschen, das stimmt. So, warte mal, hier können wir doch mal gerade mal... Ne, wir gucken uns jetzt mal gerade erst noch mal das an, weil das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, was da passiert. Also, Sponsoring. Eine neue Rüstungsfirma. Diese Firma entwickelt innovative Waffensysteme unter Verwendung von Ganglion-Technologie. Sie sorgte für Furore, als es ihr gelang, Äther-Technologien für sich nutzbar zu machen, was die menschliche Technik bislang vor Schwierigkeiten stellte. Ist das so ein... Also spielt Xenoblade Chronicles X echt so irgendwie, keine Ahnung, 1000 Jahre nach dem ersten Chronicles oder irgendwie sowas? Also das kann doch alles kein Zufall sein hier. Ich weiß das tatsächlich selbst auch nicht, Mats. Ich habe das Spiel ja nie durchgespielt, das heißt, ich kenne nicht die Auflösung oder den Twist. Es gab schon ein paar Hinweise in den Kommentaren, wo so Leute geschrieben haben, also ich sage jetzt mal nicht, aber mit so einem Augenzwinkern Sätze gedroppt haben, wo ich... Ja. Also da bin ich sowieso nicht so der größte Fan von, weil man sich dann ein bisschen was schon zusammenreimen kann. Selbst wenn da ein Augenzwinkern dabei ist und nicht wirklich gespoilert wird, wird trotzdem schon gespoilert. Habe ich alles nicht verstanden, bin ich zu doof für. Ja, naja, wie gesagt, vielleicht irre ich mich ja auch, aber generell macht das am besten nicht. Holy shit. Aber ich weiß es nicht. Ich habe so meine Vermutung, was der Punkt ist, was der Twist ist, aber die will ich jetzt auch nicht teilen. Übrigens, Mats, das Spiel hat ja diese Aufteilung, dass ein Kapitel auch immer gleich die Hauptmission ist, ne? Weil du hast ja jetzt Kapitel 4 gemacht. Okay. Ja, und das nächste, was wir annehmen, wäre ja Kapitel 5, oder? Also die nächste Hauptmission. Aus, ja. Sie müsstest du ja schon irgendwie angezeigt bekommen auf der Map. Ja. Weil das Spiel hat nur 12 Hauptkapitel. Ah, okay. So, ich will mal ganz kurz gucken. Erweiterung upgraden. Hier können wir unser Tanktop wahrscheinlich aufpimpen. Unser Nicht-Tanktop. Ja, das ist eigentlich geil. Das gucke ich mir nochmal bei Gelegenheit genauer an. Hier können wir auch Erweiterungen herstellen. Und hier gibt es Forschungsprojekte. Und da können wir uns wahrscheinlich, wenn wir eine spezielle Waffe oder so haben wollen, die dann erforschen. Okay, verstehe. Aber das finde ich halt so krass, weißt du, wir haben jetzt halt schon 4 Kapitel gemacht und 12 gibt's nur. Weil halt zwischen den Kapiteln immer oder ab und zu zwangsweise Pause ist, weil die halt diese Voraussetzungen haben. Also das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du nicht einfach nur die Story durchkloppst, sondern du musst ja nebenher Sachen machen. Ja, ja klar, das ist, Alter, hier können wir uns aber schon ganz gut was leisten. Die ne? sehen aber auch heftig aus. Was ist das denn? Die finde ich gerade sehr sexy. Der hat aber von den Werten 156, aber 195 ist schon krass, ey. Ein bisschen weniger Stabilität. Nahstärke, der hat nochmal, gibt nochmal ordentlich Nahkampf. Eieiei, aber 195, ja doch, komm. Wir haben ja. Alter, hat der Rückenprobleme jetzt, das sehe ich jetzt schon, ne? Das ist ein scheiß Geld. Ja, das sieht super aus. Naja, die klappen sich ja noch so aus, deswegen sind die so riesig. Ah, oh boy. So, hier können wir doch auch noch richtig upgraden. Nee, können wir noch nicht. Das ist fies, weil manchmal scroll ich so nach unten und gucke nur rechts auf die Werte und denke dann so, oh, 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 und dann sehe ich, dass ich das auch gar nicht kaufen kann. Aber Reichweite ist höher oder Gliedmaßen zerstört. Spezial 3. Attribut Laser und Äther. Oh, meine Lieblingsattribute. Äther? Sieht schon cool aus. Ich würde gerne sehen, wie Äther aus, aber andererseits Laser. Ha, 3 Schuss, 4 Schuss. Alles weniger Schuss, als die ich jetzt habe. Ach komm, wir nehmen mal die Ätherwaffe. So. Und dann tauschen wir gleich eh noch Dumpfi aus. Lau. Schade eigentlich, dass man die Waffen nicht auch optisch anpassen kann, dass es dann so aussieht, als würdest du ein Küchenmesser und eine Schrotflinte benutzen oder so. Wow. Küchenmesser und Schrotflinte ist allgemein eine sehr gute Lebenskombination. Ja, ja. Das ist mein Zombie-Survival-Kit, haben wir hier im Keller. Ja.
Nein, nein, diese Schrotflinte ist nur für den Zombie. Genau, ich gucke nochmal ganz kurz, welches Level man hierfür jetzt bräuchte, weil hier gibt es ja die nächste Hauptmission. Kapitel 5, benötigte Level 1. Und installiere eine Datensonde am Eingang von Oblivia und beende die Harmoniemission Irinas Überzeugung. Hey, die haben wir vorhin. Ist das nicht die, die wir ja, gesehen haben? Ja, das ist sie, auf jeden Fall. Das ist ja lustig. Dann können wir die ja auf jeden Fall nochmal machen. Schließen Sie Kapitel 5 ab. Ja, geil, dass mir die jetzt auch schon angezeigt wird dann. Ja, damit du schon mal Bescheid weißt. Jetzt nicht, aber in Zukunft könntest du. Okay. Benötigte Level 16. Die könnte man machen. Nach Primoria. Also da würde ich ja tatsächlich erstmal suche ich jetzt hier Hans Wurst. Wo ist denn L? Wo finden wir den denn? Also. Es wird dir eigentlich auf der Map, glaube ich, auch angezeigt, wo die Charaktere stehen. Auf der Map wird mir angezeigt, wo die Charaktere stehen. Ich glaube, stehen. Wenn du auf so eine Fläche raufdrückst, siehst du da nicht, wer da ist. Ach so, da ist oft Lynn zu finden. Ja, genau, es steht irgendwie immer dabei. Aber ich kann jetzt, kann ich nicht suchen? Nee. Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Aber wahrscheinlich, wo wäre er denn? Ich hätte ja gedacht, er wäre hier im Hauptquartier irgendwo, aber... Kann ich das vielleicht hier auch schon machen? Kann ja sein, dass man die direkt hier austauschen kann. Ich weiß es nicht. Weil es ist doch sinngemäß schon... Ach, also du kannst schon. Lau auf jeden Fall schon mal rausschmeißen. Hey Lau, pass auf. Was reibt sich auf Haus? Genau, du bist raus. So. Bye. Tschüss. So. Das ist ja lustig, dass man die einfach rausschmeißen kann, dann sind sie halt erstmal weg. Ja, genau, der steht jetzt wieder irgendwo rum in NLA. Aber keiner weiß wo. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der irgendwo, aber hier ist nichts. Nee. Na gut, okay, sind wir erstmal nur zu dritt unterwegs, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, wird draußen irgendwo sein. Wo wird denn jemand sein, der zum allerersten Mal hier ist? Ein Casino gibt's hier nicht, ne? Weiß ich gar nicht, ich glaub nicht. Wenn wir eins nicht verlernt haben, dann Glücksspiel. Das erste, was wir wieder aufbauen sollten, ist das Casino. So, ach so, warte mal, können wir nicht, kann ich nicht, mein... Bin ich nicht aufgestiegen? Nee, leider noch nicht. Schade. So, Wolf. Aber konntest du da nicht, warte mal, kannst du sie nochmal kurz ansprechen? Ja. Frage Eleonore, ach so, was sie von L hält. Ach so, ja. Ach, das ist ja lustig. Warte ich mal, dachte der kurz, muss, sie sagt einem dann, wo er ist, aber... Hier sind, also ich sehe halt... Ach, jetzt ist die Karte nicht mitgescrollt, das ist ja auch lustig. nee. Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen Zufall, ob wir den finden oder nicht. Hier ist auf jeden Fall Irina, die kannst du ja schon mal mitnehmen für die Mission. So. Die brauchen wir ja auch. Rotoma, wie läuft's so? Sag Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst, ich helfe dir gerne. Nicht, dass ich dich für einen Besonderen halte, aber mit so einem Tanktop und diesem Schnurri. Ich bin einfach schon länger bei Blade. Da sehe ich das als meine Aufgabe. Das Angebot steht, ja? Dann nehmen wir sie mal in mein Team auf. Verstanden. Überlass mir ruhig die schwierigen Aufgaben. Geil. Level 14. Naja. Hat sie okay. Noch ein bisschen was nachzuholen. Jetzt ist nur die Frage, hat sie uns nicht eine Mission gegeben? Nee, noch nicht. Die musst du ja erst noch annehmen. Die hast du ja vorhin nicht angenommen. Ah, richtig. Ich habe sie ja nur eingesagt. Die war im aber nicht. Wohnviertel. Ich glaube, die war hier vorne und dann links rein, oder? Nee, im Wohnviertel, hast recht. Ja, also könntest du dich theoretisch auch hinporten. Wenn ich da... Ich mache jetzt beides gleichzeitig. Was, ich hier? Nee. Ich glaube nicht. Ls Innovation. Oh, dafür brauchen wir L. Ja, aber L ist weg. Vielleicht hängt er hier in der Nähe rum, vielleicht vorm Blade-Quartier. Hier vorne. Ja, kann sein, warte mal. Ich gehe jetzt aber erstmal in Wohnviertel. Irgendwo da war sie, aber ich weiß nicht mehr wo. Es wird sicherlich auf der Karte irgendwo angezeigt, aber das lässt sich jetzt schwer beschreiben. Nee, waren wir im Wohnviertel? Nee, das war nicht das. Das war gar nicht das Wohnviertel. Das war. Ich beschreibe jetzt nicht, was ich mal. War es der Verwaltungsbezirk? Geschäftsviertel war es. Ach so, Geschäftsviertel, ja, das kann auch sein. So, und ich das, meine, das, was aber sehr wohnlich aussieht. So, ja, das ist auch alles, das ist sehr verwirrend.
Hier! Frag mich nur, wie man so einen Song schreibt. Also das ist das Einzige, was ich mich so richtig frage. Also das? Ich glaube nicht. Nee. Familienbande. Könnte man auch mal... da habe ich also offscreen schon ein bisschen was zu tun. Ja, ich finde es übrigens auch nicht schlimm, wenn du offscreen auch Hauptmissionen machst, gerade wenn du sowieso alles aufnimmst und uns dann zeigen kannst. Ja, find also ich... Finde ich nicht verkehrt. Hier steht einfach jemand heimlich. Hilf. Ja, also ich werde, glaube ich, auch nicht dann jede Quest irgendwie mit reinnehmen, wenn sie so irgendwie sich als... Hier, das sieht doch gut aus. Ich bin der Meinung, dass du dir die Mission übrigens auch auf der Map angucken kannst. Ja, ja, aber da muss ich jetzt quasi alle anklicken. Ja. Um zu sehen, ja, da ist sie doch. Das ist ganz schön fies. Das, also vielleicht gibt es eine Möglichkeit zu suchen nach Missionen, aber wenn du nicht weißt, wo die ist, es befinden sich zu viele Mitglieder in deinem Team, um die Mission annehmen zu können. Gesperrte Teammitglieder Irina. Achso. Irina darf gar nicht dabei sein. Okay, musst du sie nochmal rausschmeißen. Das ist ja kein Problem. Rausschmeißen geht immer. So. Nicht im Team. So, und jetzt können wir die machen. Ja, die würde ich da mal im Menü der Level. Die können wir noch machen. Das sieht doch gut aus. Also ob es quasi eine Möglichkeit gibt, irgendwie zu suchen, wo ich die finde oder ob ich dafür echt online gucken muss. Colonel. Off duty today, Irina? Haben wir die schon mal getroffen eigentlich irgendwo? Nee, ne? Team, doch, ganz am Anfang. Das ist die? Ah, okay. You realized eating alone is kind of pathetic? Wow. Lonely to eat. Tatsu can definitely help Irina there. Tatsu is happy to chew and swallow food for Irina's sake. Helpful as ever, small fry. You travel with quite the cast of characters, Colonel. Well, if it ain't Irina. Ich denke dann immer bei solchen Sätzen dabei, dass ich da im Tanktop rumstehe. Ja. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, wo Elle ist. Ich weiß es jetzt also. Okay. She's Blade now. Same as us. Just another lowly. Und wir waren kurz davor, Manns. No better than you or me. Ain't that right, ist das nicht immer so? Something like that. Ah, hey, no, that ain't fair. Think about it. She does pretty damn well with the hand she was dealt. Even saddled with losers like Gwyn, her team manages to pull off a mission now and then. Wow, sind alle sehr nett. Leave it, Irina. They aren't worth the effort. Doch, klopp sie tot. Yes. Doch. See that? She's like a cute little puppy. All trained and everything. Jesus. Das ist auch echt schon. Da war auch gleich so Cartoon-Bullies. Her and that freak show she calls a team. Beauty and the Beasts. Right? Listen, Elma. When you're ready to have a real man serve under you, okay? Hey, Elma, wir sind fünf. I was going to let you two mouth breathers off this time, but talking trash about my team and the Colonel? No way. It's time for a lesson. Da schießt sie die einfach. Oh, baby. Private lesson? Oh, this ought to be good. Let's dass go. Die so weit gehen, weißt du? Ja. Die jetzt einfach zu verprügeln. Hm. Sie schafft das bestimmt auch so. Ja, ich bin auch immer. We really don't have time for this kind of nonsense, you know. I'm sorry, Colonel. But I can't just ignore what they said. I know. And since we don't have time for it, I'll help you keep it short. So. The more the merrier. Colonel or General or whatever. Fancy titles ain't gonna save you here. So läuft das. So kämpft man. Natürlich. Commander Vandam. This isn't... I mean, we just... They started it. Shut your hole. I saw the whole thing. Schnauze. Where you picked a fight that was about to get your teeth kicked in. Eure Kauleiste. Das ist schon gut. Ja, schon wirklich ganz gut. Your tongues have an appointment with some toilet seats. Sorry about that. Those boys just got no discipline. Though I'm a little surprised to see you in a street fight, Elma. You're right. Usually I would have put an end to it. But Irina's one of mine is basic. This was personal. Thanks, Colonel. And I'm sorry. I just can't deal with men like that. Ugh!
You okay? Just forget it. Weiter bohren. Ja, weiter bohren. Na gut. Why do you ask? Friend want to say Irina acting like weirdo, but not have tats. Okay, das ist lustig. I'll be fine. I get it. And don't worry. We can talk about it later, when Tatsu isn't around. Lindley! Lindley, cruel! Püß. Let's just drop it, okay? The commander didn't. Wie kann man denn bitte Tatsu nicht mögen, Mats? Ich verstehe es auch nicht, wirklich. Also, da ist es ein. Also, ich liebe alle Noppons. Yeah. Some local indigents causing ja, a ruckus over on the grieving plains. Aber, also, in Chronicles hatte das irgendwie noch einen anderen... Understood. Ja, weil es nicht nur, weil es halt nicht nur ein Witz war. Ja, möglich. Naja, und weil man sie halt auch mal, also so alle in ihrer Lebensumgebung getroffen hatte, da hatte das irgendwie noch einen anderen Touch. We can always use another soldier of your caliber on the team. Thank you, ma'am. Yay, du hast einen neuen Auftrag erhalten und Irina ist mit von der Partie. Guter neuer Auftrag. Ach nee, bezwinge die Kreaturen in Primoria, die Blade-Probleme bereiten. Gott sei Dank müssen wir ein bisschen was umbringen. Frühaufsteher, Evelos. Ja, da in der kann man nicht stehen, das wäre lustig. Oh Mann. Ich finde halt so lustig, dass dieses Spiel in den Dialogen eine ziemlich smoothe Übersetzung hat, aber die Benennung von Kreaturen und so ist irgendwie voll... hölzern. Ich kann mir total vorstellen, dass sie, also weil das war ja im ersten Teil auch schon so, dass die sehr weird waren und eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben, genauso wie diese ganzen Items. So, dann teleportier dich mal dahin. Ich bin schon ach, dabei. Machst du gerade schon? Ach so, oh Mats. Für mich ist das so verwirrend und für die Zuschauer auch, weil du stehst ja einfach nur da. Ja, ich weiß. ich wollte es so smooth und schnell machen, dass man es nicht merkt. Eigentlich müsste man eine zweite Kamera nur oder überhaupt eine Kamera nur für das Gamepad haben. Es gibt bestimmt einen Hack, wo man das Gamepad abgreifen kann. Ja, genau. Wie es auch gibt es ja auch für so 3DS und für die Switch gibt es das ja auch, dass du die Switch im Handheld-Modus capturen kannst. Das, vielleicht gucke ich mir das mal an. Dann hat man, also ich meine. Aber es sind halt Hardware-Mods, ne? Es sind keine Hacks. Naja, aber das Signal wird ja übertragen. Also wird es eine Möglichkeit geben, dieses du meinst, Signal das abzufangen von der Wii. Ja, ja. Ziemlich sicher. Ja, interessant. Maybe. Keine Ahnung. Es ist jetzt ja auch nicht so wichtig oder spektakulär, wenn man es halt weiß, dass auf dem Gamepad so ein bisschen Quatsch und Blödsinn passiert. Obwohl ich finde, also gerade so die Karte, das ist gar nicht so doof. Also die ist vielleicht nicht so richtig gut umgesetzt. Was will der denn jetzt? Ja, ich finde halt, also... ich finde den Vorteil sehr minimal, hier die Karte auf dem Wii U Gamepad zu haben. Ja, weil sie dann halt auch noch ein bisschen weird aufgebaut ist. Ich weiß, was du meinst, aber wenn ich das jetzt, die Alternative, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte immer noch ein extra Menü für die Karte. Glaube ich, ist das gerade so mit schnell, also es würde wahrscheinlich funktionieren, wenn man das vernünftig umsetzt, glaube ich auch. Ich hätte gerne... das wäre doch eine Option, wenn man so einen zweiten Screen hat, dass man einfach sich aussuchen könnte, welches Menü da angezeigt wird. Also es ist ja, gar stimmt. Nicht immer die Map, sondern auch mal die Ausrüstung oder sonst irgendwas und dass du smooth einfach immer das wechseln kannst. Ja. Oder du hast halt alle Menüs als Option auf dem Gamepad, sodass du gar nicht groß auf dem Bildschirm rumklattern musst mit den ganzen ja, das stimmt schon. Sachen, aber... ich weiß gar nicht, wie es bei Chronicle 2 auf der Switch ist. Na, da hast du halt alles in normalen Menüs. Aber also, Chronicle 2 hat auch keine gute Map. Das ist einfach, wenn es zu groß ist, ne? Ich weiß nicht, Chronicles 1 hat eine gute Map. Oder zumindest eine zweckmäßige. Das stimmt. Nee, das stimmt, da hat die besser funktioniert, das ist richtig. Du Klöten-Hannes. Das sind auch Kreaturendesigns, ey. Ja, wirklich. Das kann mir keiner erzählen, dass das passiert. Das ist, oh, jetzt läuft's aber hier. Ja, die haben halt keine Chance, Level 11. Ja, aber ich spiele auch sehr gut.
Guck mal, ich drücke mal das, wenn es aufleuchtet, drücke ich das einfach. Schön. So, jetzt kommt aber der wahre. Oh, kommt schon so Musik. Siehste? The commander wouldn't send your team all the way out here just for this. We must be missing something. Oh, oh. Elma here. Go ahead. Ma'am, we have an emergency. Another team is under attack near your location. Copy that. On the way. So. Now the big one, Mats. Now the big one. Geht direkt da weiter. Ist auch nicht so weit, da können wir mal hinlaufen. Ich habe auch also so ein bisschen, weil wir auch schon mal drüber geredet haben, so tatsächlich ein bisschen Lust verspürt, Mass Effect Andromeda mir mal richtig anzugucken. Also was so das Entdecken und so angeht. Guck mal, wie das Viecher links aussieht. Ja, ja. Das ist vor allen Dingen, der eigentliche Vogelkopf ist ja da drunter, ne? Oh ja, cool. Das sieht toll aus. Ja, also Mass Effect Andromeda habe ich ja durchgespielt zum Release. Habe halt nicht viel vom Nebenkram gemacht, weil ich den nicht so interessant fand. Aber spielerisch macht das durchaus Spaß. Also ich finde, das hat gute Third-Person-Shooter-Mechanik und du bist ja nochmal deutlich mobiler als in den vorherigen Teilen. Mhm. Und es sieht größtenteils gut aus. Natürlich sind die Gesichter so das, worüber man sich so lustig gemacht hat, aber irgendwann hat man sich halt daran gewöhnt. Ja, ist ja hier und genauso. Also sie wurden ja auch ein bisschen gefixt. So. Zumindest ein bisschen. Ach, das ist dann direkt eins von denen. Oh boy. Also ich finde, Mass Effect Andromeda ist ein Spiel, mit dem man Spaß haben kann, aber es ist halt nicht großartig. Hm. There's our real target. Ein Burp. Aber nicht so schlecht wie sein Ruf vielleicht. Weißt du? Ja, da ist ja ganz viel, sag mal, dieser Anfangszeitraum. Ja. Natürlich. Die Deppen. Kann wow. Man sie echt sterben Schlage lassen? Nee, ist nur Schlage vor. Entschuldigung. Also ich bin dafür, sie sterben zu lassen. Was haltet ihr davon? Soll ich es mal probieren? Komm, ja, also nichts tun. Nö. Nee. Ja, guck mal, so hat sie ihren Moment. Ja. Redemption. Wow. Da ist sie aber weggeblitzt. Gut genug, dass ich nicht alleine war mit dieser... Ich fände es schön, wenn du jetzt einfach stehen geblieben wärst. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der kann und welches Level der ist. Nebel Auravis 16. Ist auf jeden Fall schön groß. Mit der, ich wollte gerade sagen, ist mit der Kamera ein bisschen zurück. Deswegen kann man halt so weit rauszoomen, weil die Viecher ja so groß werden. Das ist auch vernünftig. Ja, genau, hau ihm das Horn ab, das geht doch bestimmt. Jetzt ist er weg. Kann ihm doch garantiert das Horn abschießen. Ja, ja, ich bin da. Oh. Oh nein, Irena. Sieht schon cool aus. Ja, das sind auch wirklich so die Momente, wo ich, wirklich ich auch so der dachte, Level 33 geil, Vogel, dem stört das hoffentlich nicht. Ja. Ich glaube, das ist machbar. Mhm. Ich liebe ja dieses Geräusch von der Railgun. So einfach aus dem Nichts, dieses Brrrr. Mhm. Ja, das Horn ist ab, oder? Ja, ist ab. Hä? Kriegt man das dann als Item? Ja, bestimmt. Oder zumindest irgendein Item vom Kopf. Mal gucken. Erstmal kriegen wir gar nichts. Na, vielleicht weil es ein außer ein Missionsviech war. Eine Belohnungskatzin. You really saved our bacon there. Thanks. Saved our bacon. Ja, schön. Sozusagen Speck gerettet. But you two better train harder. You're gonna keep running into trouble everywhere you go here. Yeah, no. You're right. Hey. About the other day. Sorry. The other day. Didn't mean anything by it. Remember? I said it's fine already. Mm-hmm. Just get home and waste. Right. Mich nervt auch, dass bei der Musik, also in Cutscenes, dann Musik kommt, wo gesungen wird. Das ist so, denke ich, das ist einfach auch, also nicht durchdacht. Gerade wenn die Mischung dann nicht so prall ist. Nee, sollte man ein bisschen pointierter benutzen. Yeah, well, I'm sorry too. Ich mag irgendwie die Rüstung voll, die Elma da trägt. Ja, schön bunt.
No worries. Honestly, I was thinking the same thing. What? You were? Sure I was. A jerk is still a jerk, even if it's your job to save him. Harsh, but fair. Okay, jetzt ist es also... Redet mal nicht so laut, ich will den Rap hören. Ja. Aha. Yeah, yeah. Das ist irgendwie wie so ein AMV auf YouTube. Ja, so ein selbstgemachter Mix. Ja, ja. Stimmt, ja. Dankbar. Okay. Weißt du, irgendein Entwickler hat so seine private Hip-Hop-Playlist versehentlich mit dem eigentlichen Soundtrack vertauscht und dann war es ihnen zu peinlich, es zuzugeben. War auch zu spät. Du hast die Messertechnik Heilungswoge erlernt. Das Geil. Ist eine interessante Messertechnik, die Heilungswoge heißt. Ich messer dich gesund. Ja, ich schneide das jetzt weg, dann kann es auch nicht mehr wehtun. Okay, das war dann die Mission. Ja, cool, dann kannst du jetzt quasi die nächste Hauptmission annehmen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle war es das erstmal, oder? Würde ich auch sagen. Du kannst mal nochmal, obwohl nee, wir können ja gar nicht an jeder Stelle Tag machen. Nee, hier leider nicht, aber das ist sieht aus gleich Sonnenaufgang. Wie so ein gutes Rap-Cover, finde ich. ja. Das könnte man so machen. Müssen wir nur noch einen Namen für die Band. Mach mal nochmal ein paar Emojis. Ja, was haben wir denn noch nicht? Nice job. Yeah, nice job. Nice job. Erröten ist auch gut. Vielleicht. Oh, guck ihn der an. Ja. So ein Cutie. Stimmung machen. So, ja, und jetzt wird es gerade hell wird. Es wird hell, guck mal, wie es hell wird. Ach, wie schön. Toll. Sehr gut. Das ist ein schönes Spiel, Mats. Ein schönes Spiel. Es ist wirklich, es ist sehr eigen. Es ist wahnsinnig eigen und das mag ich. Ja. Aber es hat sehr, sehr komischen Charakter. Ja, finde ich auch. Ich finde, es ist tonal auch irgendwie merkwürdig. Aber halt, ne, das hat man halt nicht so oft. Es ist mir deutlich lieber als irgendwie Zweiter Weltkrieg oder... Ja, so ein Call of Duty-Kram. Das ist richtig. Ich wüsste aber auch wirklich nicht, wem ich das empfehlen würde. Weiß ich nicht. Also, das, keine Ahnung. Leute, die gerne erkunden. Aber also, ich fand die Breath of the Wild-Vergleiche aus der letzten Folge sehr erhellend. Also, es ergibt schon durchaus Sinn, dass ein paar dieser ganzen Design-Philosophien da mit reingeflossen sind und dass ich das, also deswegen bin ich auch so gespannt aufs nächste Xenoblade-Spiel. Weil Xenoblade Chronicles 2 hat sehr wenig von Breath of the Wild und sehr wenig von dieser Art Erkundung im Verhältnis zu dem Spiel hier. Und wenn sie dann in Xenoblade Chronicles 3 machen oder ein neues X, das fände ich super interessant, wie das dann aussieht. Ja, total, total. Und ich bin auch gespannt, inwiefern Breath of the Wild 2 sich da auch noch weiterentwickelt. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. So, sehr schön. Mit diesen Gedanken entlassen wir euch also bis dahin. Zeig uns nochmal den Charakter, Mats. Ach, ich, warte mal. So sieht er von hinten aus. Und so von vorne. Episch in Player. Vielen Bereichen. Okay. Wow. Gut. Dann hören wir mal gucken, wann, wie, wo und ob dann noch eine Folge kommt. Hängt ja auch immer davon ab, wie viel Spaß Mats hier offscreen noch damit hat. Aber das werdet ihr sehen. Oh, sehr schön, Mats. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.